Hallo und herzlich willkommen zu unserem 20. Vlog. Vor einigen Wochen haben wir über die neue Flutlichtanlage am Södler Hockeyplatz berichtet. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Unser Bauhof hat hier gemeinsam mit den Ehrenamtlichen einen Großteil der Arbeiten selbst ausgeführt. Im kommenden Jahr möchte der Verein um den Platz noch Verbundpflaster verlegen. An dieser Stelle vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Vor einigen Wochen haben wir auch über die Erneuerung des Spielplatzes in Wohnbach berichtet und aufgefordert, Ideen einzureichen. Wir haben zusätzlich alle Kinder und Jugendliche angeschrieben und um Vorschläge gebeten. Es sind einige Wünsche zusammengekommen und daraus haben wir eine Rangliste erstellt und dem Gemeindevorstand vorgelegt. In der letzten Sitzung wurden die Spielgeräte beschlossen. Aber natürlich standen auch noch weitere Punkte auf der Tagesordnung. Als Gemeinde haben wir die verschiedensten Aufgaben. Manche Aufgaben wie Spielplätze sind freiwillige und andere Aufgaben, zum Beispiel die Feuerwehr, zählen zu unseren Pflichtaufgaben. Wir investieren immer wieder in den Erhalt und den Ausbau unserer Infrastruktur. Das alles verursacht Kosten, die wir im Blick haben müssen. Natürlich muss das auch alles verwaltet werden. Dazu kommen noch Umlagen, zum Beispiel an den Kreis für Krankenhäuser. Aus diesem Grund gibt es einen Haushaltsplan, in dem wir unsere Einnahmen und Ausgaben im Vorfeld planen. In der letzten Sitzung des Gemeindevorstands wurde der Haushaltsplan eingebracht. Dieser wandert jetzt in die Gemeindevertretung, wird dort und in den Fachausschüssen beraten. Zum Thema Haushaltsplan haben wir uns auch was ganz Besonderes ausgedacht und das zeigen wir euch im Laufe der nächsten Wochen. Seid gespannt, ihr rechnet bestimmt nicht damit. In Berstadt wurde vor einigen Tagen mit dem Außengelände der Kita Storchennest begonnen. Der Rasen wurde zunächst abgetragen. Momentan ist es leider zu feucht, um die Spielgeräte direkt aufzustellen. Bis zum Frühjahr sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Der Brunnen vor dem Rathaus ist ein beliebter Treffpunkt. Leider läuft er schon seit einigen Wochen nicht mehr, weil er Wasser verliert. Deshalb wurde in der letzten Woche das Kopfsteinpflaster zum Teil neu verfugt. Die Steine im symbolischen Flusslauf werden abgetragen und auch dort wird neu abgedichtet. An diesem Mittwoch war das Figurentheater Kania zu Gast in Berstadt. Dabei handelt es sich um kein normales Puppentheater. Die Kinder konnten die Geschichte selbst mitbestimmen und auch mitgebrachte Utensilien wurden in das Stück eingebaut. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank für das tolle Feedback zu unseren Videos. In diesem Sinne, vergesst den Daumen nach oben nicht und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.